Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute widmen wir uns mal den sauberen, festen und guten, stabilen Gefäßwänden und wie wir das hinbekommen und welche Rolle K2 dabei spielt, das erfahren wir heute von Dr. Henning Sator. Er ist ja in der Akademie auch dafür zuständig, Ärzte auszubilden und bei den Lanzer Höfen. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist, vor allen Dingen auch als Facharzt für Allgemeinmedizin und Anästhesie. Und da werden wir mal in die Tiefe einsteigen, dass wir unsere Gefäßinnenwände wieder auf Vordermann bekommen. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Henning. Schön, Hallo. Dass du da bist. Hallo, liebe Corinna. Ja. Freut mich, danke. Ich freue mich heute sehr, über das Thema K2 mit dir sprechen zu dürfen, weil ich kenne das eher aus dieser Konstellation, dass das D3 K2 benötigt und dann braucht man noch Magnesium dazu. Dann gibt es aber wiederum welche, die sagen, naja, wenn ich Blutgerinnungsstörungen habe oder Blutverdünner nehme, dann darf ich kein K1 zu mir nehmen, ist es dann das Gleiche? Also da gab es ganz viel Verunsicherung. Und zum Schluss wusste keiner mehr, was irgendwie wo notwendig ist, oder? Irgendwie hattest du auch das Gefühl, dass da viel darum erzählt wurde und... Ja, also grundsätzlich ist das ein großes Thema. Und wenn wir mal anfangen wollen beim K1, das ist ja unter diesen blutgerinnungshemmenden Stoffen tatsächlich ein Thema gewesen, lange Jahre und ist natürlich immer noch. Deshalb muss man schon den Spiegel der Dosis, die man als Gerinnungshemmung braucht, der Zufuhr, möglichst stabilen Zufuhr von Vitamin K generell, also insgesamt, aber der K1-Anteil ist hier relevant, anpassen. Das heißt, ich habe über viele Jahre meine Patienten in der Praxis immer mit diesen sogenannten Dosierungen, da gab es diesen sogenannten Marcomar-Pass, ja, und da wurde dann abgecheckt und von vielen Ärzten wurde die Empfehlung ausgegeben, wenn man dieses Mittel einnehmen muss, dann soll man kein Gemüse essen. Mhm. Das ist aber schwierig, weil im Gemüse sind ja sehr viele Lebensmittel im Sinne von Antioxidantien und antientzündlichen Substanzen. Das heißt, wenn man den Menschen verbietet, Antioxidantien zu sich zu nehmen, dann macht man sie systematisch krank. Und das geht ja nicht. Also das heißt, man musste immer schon, wenn man das K1 richtig einstellen und die Gerinnung natürlich jetzt nicht konterkarieren wollte, dann musste man auf eine bestimmte, möglichst gleichmäßige Gemüseernährung dann diese Marcomar-Dosis anpassen. Mhm. Das ist das eine Thema. Aber heutzutage ist eben das K2 in den Vordergrund gerückt und wir gibt's ja ganz viele verschiedene Untergruppen. Wir fokussieren das wissenschaftlich heutzutage auf MK4 und MK7 im Wesentlichen, weil die die Hauptrolle im Immunsystem und in dem Antioxidation spielen und in der Zusammenarbeit mit Vitamin D. Ja. Mhm. Muss ich jetzt, ich hatte ja auch immer mal wieder Leute, die dann gesagt haben, ja, ich nehme aber jetzt Blutverdünner, darf ich jetzt trotzdem das Vitamin D mit K2 einnehmen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss um meine Gerinnung? Ja, genau deshalb steht in diesen Präparaten auch immer ganz klar drauf, es gibt eben den Unterschied zwischen K1 und K2. Mhm. Und in den Präparaten, wo Vitamin D oder K2 alleine oder mit eben Vitamin D zusammen gegeben wird, da gibt es eben kein K1. Das heißt, die K2-Substanzen, MK4, MK7 und so, die haben keine Wirkung auf die Blutgerinnung. Trotzdem, wenn jemand Marcomar einnimmt, dann sollte immer dann, wenn man irgendwie eine Änderung macht, zum Beispiel beginnt Vitamin D mit K2 einzunehmen, dann sollte man den sicherheitshalber den Marcomar, den sogenannten Blutgerinnungsstatus am Anfang einige Male öfter messen als üblich vielleicht, damit man dann auch sicher ist, dass keine Schwankung in dieser Stelle auftritt. Kann ja auch sein, dass man jetzt vielleicht durch dieses
D3 und K2 dann auch ein bisschen mehr Vitalität wieder bekommt, mehr Sport macht, die Gefäße sich erweitern, die Blutzirkulation sich optimiert. Also, dass ich ja indirekt gesundheitsförderliche Ergebnisse erziele, die wiederum eigentlich dazu führen könnten, dass ich das Medikament vielleicht anpassen muss an die besseren Umgebungsbedingungen, oder? Ja, richtig. Es wird über die entsprechende Senkung der Inflammation der Vitalstatus des gesamten Körpers verbessert und damit der gesamte Stoffwechsel und da natürlich dann auch der Verbrauch von Vitamin K1, ja, und so weiter. Also das hat insgesamt einen großen Einfluss auf den gesamten Körperstoffwechsel. Und insofern sind tatsächlich immer dann, wenn man solche Veränderungen macht, dann auch solche Kontrollen am Anfang der Veränderung durchaus sinnvoll, mit dem Ziel, eine gute Stabilität zu gewährleisten. Was hast du uns heute jetzt mitgebracht, auch von den Folien her zum Thema K2, was sind da jetzt für dich so die wichtigsten Erkenntnisse? Zunächst mal müssen wir eben immer die Zusammenarbeit zwischen Vitamin D3 und K2 beachten. Es ist schon so, dass die anti-entzündliche Wirkung von Vitamin D großteils von der Anwesenheit von Vitamin K2 abhängig ist. Also je mehr K2 präsent ist in einem bestimmten Level, desto besser wirkt das Vitamin D antientzündlich. Und antientzündlich, das haben wir in der Summe dann schon so zu sehen, dass es die antiinflammatorische Wirkung jetzt nicht vom Spiegel nur von Vitamin K abhängig ist, sondern eben von der Gesamtwirkung im Stoffwechsel. Und deshalb unterscheiden wir Spiegelmessungen, wenn wir das überprüfen wollen, Spiegelmessungen von sogenannten funktionellen Markern. Und hier hat sich wissenschaftlich ein neuer Test sehr gut bewährt, nämlich der sogenannte Test auf die Carboxy-Situation des sogenannten Matrix-GLA-Proteins. Das ist dieses Matrix-Gamma-Carboxy-Glutaminsäure-Molekül. Das Carboxy ist hier das Entscheidende. Nämlich, wenn es carboxyliert werden kann, dann ist es günstig. Und wenn es nicht carboxyliert wurde, dieses GLA-Protein, dann kommt es zu einer eben nicht ausreichenden Wirkung von dieser Inflammationseffekt auf die Blutgefäße. Und wenn man jetzt weiß, dass oder wie die Studien zeigen, dass es eben Vitamin K abhängig ist, ob es carboxyliert wird, ja oder nein, dann lernt man, dass eben das Vitamin K an dieser Stelle nämlich einen ganz erheblichen Einfluss auf zum Beispiel die Blutgefäßverkalkung einnimmt. Also ist es auch möglich, so eine Blutgefäßverkalkung wieder in einer gewissen Zeit reversibel zu machen? Also zunächst mal ist es so, dass wenn dieses K2 reichlich vorhanden ist im Normalfall, früher als man noch viel Kraut gegessen hat, vielleicht im Optimalfall Sauerkraut wegen der Darmflora, dann, also der Spiegel von Vitamin K definiert und beeinflusst die sogenannte Situation, ob es carboxyliert wird, dieses GLA-Protein, oder eben nicht. Und wenn Vitamin K also reichlich vorhanden ist, dann kommt es zum reichlichen Carboxylieren. Und dieses carboxylierte Matrix-GLA-Protein ist mit der wirksamste Schutzfaktor für saubere Blutgefäße. Und wenn das also aber nicht carboxyliert wird, das nennt man hier UCMGP, also das ist die Abkürzung für eben nicht carboxyliertes GLA-Protein. Wenn das der Fall ist, wenn das also nicht richtig carboxyliert wird, dann kommt es zu eigentlich der Kalkablagerung in Blutgefäßen. Aber das ist wieder nur ein Faktor, was im ganzen Körper eine ganze große Rolle aufs Immunsystem
spielt den Einfluss hat. Und deshalb können wir hier von einem funktionellen Marker sprechen, der dann beweist, ob alle Faktoren im Stoffwechsel von Vitamin D und K2 am Ende an den Blutgefäßen wirklich effizient ankommt oder nicht. Das ist eigentlich das, was wir wissen wollen. Mhm. Und diesen Marker, wo kann ich den bestimmen? Man kann den bestimmen bei BioVis zum Beispiel durch entsprechende Einsendungen von Serum. Ja. Es wird also im Blut oder im Urin nachgewiesen. Mhm. Und man kann also zeigen, ob die entsprechende das Risiko und die Ankunft von K2 im System entsprechend vorhanden ist oder eben nicht. Und das Risiko, und du sprachst es an, den Ist-Level von Verkalkung zu stoppen oder sogar reversibel zu machen, das hängt natürlich dann von sehr vielen Faktoren ab. Es gibt tatsächlich Möglichkeiten, die Blutgefäßwände zumindest tendenziell wieder im Sinne von Entkalkung zu verbessern, wobei das eben sehr davon abhängt, wie ist der Gesamtstoffwechsel, wie viel bewegt man sich, wie viel Antioxidantien habe ich insgesamt und solche vielen Faktoren. Das ist also nicht alleine abhängig von diesem GLA-Protein bzw. der Carboxylierung oder eben der Ankunft von K2 im System. Deswegen werden auch oft solche Dinge wie OPC und sowas auch genutzt. Oder genau. Für die Gefäßwände. Richtig, ja. Man kann also jetzt die Ernährung heranziehen. Da ist jetzt wieder die Frage, wie viel Elektronen, also Antioxidantien, hat jetzt die Ernährung mit viel Gemüse, auch ein bisschen Obst, also frisches, reifes Gemüse und Obst. Mhm. Das ist die Quelle für diese Elektronen. Und dann ist die Frage, wie viel davon, wenn das nicht ausreichend ist, wie viel muss ich substituieren, um eben auf das Ganze zu kommen oder sogar Therapie damit zu machen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das kann man auch wieder messen. Zum Beispiel im Blut die Lipidperoxidation ist ja ein sehr schöner Marker, um zu sehen, ob die Gesamtmenge von Antioxidantien genügt oder nicht. Davon hängt das ab. Also man sollte nicht nur einen Marker messen, sondern immer gleich mehrere, um ein gewisses Bild zu bekommen, wie sind die Rahmenbedingungen für die Blutgefäße. Wenn ich jetzt natürlich sehr bewusst bin und sage, okay, ich nehme mein K2, mein D3, nehme noch vielleicht L-Arginin und OPC und das alles so, aber es kommt nicht an, ja, und ich habe diese Störung, diese Hemmung da drin, wie kann ich das wieder korrigieren? Ja, wir haben gelernt, dass die Schaltstelle zwischen dem, was wir zu uns nehmen in der Nahrung oder auch als Nahrungsergänzung und dem, was in unserem Blut ankommt, das ist nun mal der Darm. Mhm. Und im Darm ist es wieder die Frage der Verhältnisse zwischen den entsprechenden guten und den ungünstigen Bakterien, also Säurungsflora und Proteobakteria, nämlich Fäulnisflora. Und hier spielt jetzt ein Enzym eine ganz entscheidende Rolle. Das ist die Beta-Glucuronidase, die wir auch im Stuhl messen können. Und diese Beta-Glucuronidase fördert oder hemmt zum Beispiel die Aufnahme und sogar auch die eigene Produktion innerhalb der Darmflora von bestimmten Vitaminen, auch die Aufnahme von Vitamin D und auch K2 und so weiter. Also insgesamt spielt sozusagen diese Beta-Glucuronidase eine große Rolle im Sinne von Entgiftung und Resorption von guten Stoffen. Spielt die auch eine Rolle, wenn ich das D3 und das K2 in Ölform nehme und dadurch verursache, dass die Resorption über die Mundschleimhäute, weißt du, ja.
Weil das ist ja oft auch das Problem, wo man sagt, nimm es nicht als Kapsel, weil wahrscheinlich genau dieser Prozess vielleicht gar nicht stattfindet. Ja, sehr gut. Ja, es gibt also einige Vitamine, da ist, es sind zum Beispiel Vitamin D, K2, also die fettlöslichen Vitamine, die können, wenn sie dann in Öl zugeführt werden, aber dann auch wirklich lange im Mund verweilen können und nicht gleich geschluckt werden, dann können die tatsächlich über die Mundschleimhaut aufgenommen, sogar die Speiseröhre kann einiges von entsprechenden Substanzen resorbieren. Aber man hat gelernt, dass eben die fettlöslichen Vitamine brauchen das Öl als Milieu, um aufgenommen zu werden. Die entsprechenden Probleme entstehen aber im Darm für die Resorption von Vitaminen eigentlich über das Milieu. Nämlich das Milieu, wenn das also das Milieu so ist, dass es in Richtung Fäulnis geht, dann ist die Beta-Glucuronidase maximal erhöht in der Regel und dann ist die Resorption von Vitamin D geschwächt. Und dann stellt sich immer die Frage, wie kriegen wir das jetzt wieder in den Griff, gell? Ja, genau. Also einmal ist es die Messung, ja, die wir unbedingt brauchen. Wie viel Handlungsbedarf habe ich? Deshalb ist das auch bei uns in den Lanzerhöfen ist es Pflicht eigentlich, dass am Anfang einer solchen Maßnahme genaue Untersuchungen gemacht werden, um das Ziel auch wirklich im Auge zu haben und dann gezielt darauf hinzusteuern, dass es am Ende dieses Gleichgewicht gibt. Wenn man also irgendwas zuführt, weil man gelernt hat, dass das irgendwie gesund sei, ja, dann heißt das noch lange nicht, dass man das Ziel auch erreicht. Und deshalb sind diese Enzymmessungen wie die Beta-Glucuronidase oder das GLA-Protein sind das funktionelle Marker, die dann zeigen, ob man auch wirklich eine Chance hat, das Ziel zu erreichen. Und das Ziel ist immer, das Milieu im Darm so aufzusetzen, dass eben zum Beispiel Vitamin K2, D3 und so weiter gut aufgenommen werden kann. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann ist der Mund der Ort der Resorption, den man zumindest mit bedenken sollte. Mhm. Ja. Okay. Was gibt's noch für wichtige Faktoren zur Regulierung, dass ich wirklich, weil die sauberen Gefäßwände scheint ja wirklich auch ein zentrales Thema bei uns zu sein. Ja, man sieht ja bei den ganzen Medikamenten, Blutdrucksenker, Blutverdünner und, schlechten Blutfettwerten, dass es da ja wirklich Handlungsbedarf gibt. Ja, insgesamt reden wir über die Kofaktoren. Also Vitamin K ist ein Kofaktor für diese entsprechenden Enzyme. Und diese Enzyme, die brauchen wir im Immunsystem, um das Ganze zu regulieren. Jetzt unterscheiden wir bei den Vitaminen das sogenannte Schlüssel-Schloss-Prinzip von dem sogenannten Pool-Prinzip. Also der Körper braucht eine Gesamtmenge von Elektronen, also reifes Obst und Gemüse und damit die entsprechende Sonnenenergie. Eigentlich sind das ja Photonen, gespeicherte Photonen. Und diese Energie, die dort drin steckt, die braucht's, um dann den Elektronenpool zu füllen. Und dann kommen die entsprechenden Vitamine, die das Ganze an Ort und Stelle tatsächlich hintransportieren, wo es zum Beispiel an den Blutgefäßen erwünscht ist oder notwendig ist. Und das gilt für alle Vitamine gleichermaßen eigentlich, aber die Vitamine haben in der Regel nicht sehr viele Elektronen an Bord. Die brauchen den Pool, damit sie immer wieder mit Elektronen, man sagt dann, nachgeladen werden, im Sinne von tatsächlich elektrischen Ladungen. Und diese elektrischen Ladungen, um die geht's. Weil Elektronen sind minusgeladen und wir haben einen großen Bedarf an diesen elektronischen oder elektrischen Minus. Ladungen, also Photonen, Sonnenenergie letztendlich. Ja. Was man ja auch eigentlich schön übers Barfußlaufen hinbekommt, oder? Ja, wir also haben, nicht auf dem Asphalt. Ja, genau. Ein Indianer sagte mal, seine Mutter hat ihm verboten, Schuhe anzuziehen, weil der sagt die Mutter zu dem Indianerjungen, die tun dir nicht gut.
Also man soll barfuß laufen, eben um tatsächlich statisch und elektrisch mit dem Boden so verbunden zu sein, dass man sich immer wieder erdet. Und man kann tatsächlich elektrische Ladungen aus der Erde aufnehmen. Deshalb gibt es heute auch sogenannte Fußbäder oder sogar neue Entwicklungen im Sinne von HHO-Gas. Also es gibt Gas, was man einatmet, was eben auch Elektronen liefert. Und man, das Ziel also ist, Barfußlaufen aus der Erde oder eben Gemüse essen oder elektrische Ladungen über Atmung, also gereinigte Gewitterluft, könnte man sagen, zuführen, aufgeladene Luft. Und dann das Ziel ist immer, die Elektronenladungen in den Körper zu bringen. Und das ist am Ende das, was die Blutgefäße sauber hält, das Immunsystem reguliert, die Zellen mit Energie versorgt und solche Dinge. Und hat es auch Einfluss auf die Darmflora? Genau, also wir haben in der Darmflora einige wirklich interessante Arbeiten, die eben genau dieses sogenannte Redoxpotenzial nicht nur im Körper in den Fokus genommen haben, sondern auch in der Darmflora. Mhm. Und es gab jetzt jemanden, der hat gesagt, eigentlich blitzt und donnert in der Darmflora, weil dort sind elektrische Ladungen immer hoch und runter. Und das ist das Entscheidende ist, auch am pH-Wert des Stuhls kann man das sehen. Mhm. Der soll also ja bei 6,0 eingestellt sein, aber die eben wegen der Säurungsflora. Aber die Entscheidung steht und fällt, wie viele Elektronen hat jetzt die Darmflora, um sich im Stoffwechsel ordentlich vorwärts und den ganzen Metabolismus am Laufen zu halten. Na, super spannend. Vielen Dank, Henning, für den Einblick einfach jetzt auch mal zu diesem K2-Thematik. Gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen oder wenn man sich doch noch mal informieren möchte? Ja, also wir haben sehr viel gute Informationen gesammelt. Da gibt's eine PDF-Datei, die kann man hier sehr schön sich anschauen. Das ist bei BioVis unter Downloads zu finden. Mhm. Da kann man einen ganz wunderbaren Artikel darüber lesen. Super. Dann bedanke ich mich, dass du heute wieder da warst und ja, freue mich, wenn du bald wieder zu Besuch kommst. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, ja, das hat doch jetzt mal wieder ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht bei dem Thema K2, K1 und optimale Gefäßinnenwände. Ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!